In unserem nächsten Preisträgerfilm, da geht es nicht um Abschied, sondern um Willkommenskultur und wie Musik die Wundersamen befördern kann. Die Jury des Bayerischen Filmpreises würdigt ihn folgendermaßen. Das Drehbuch zu dem Jugendfilm Zorros Solo riskiert eine derart dicke Lippe und verstößt so erkennbar gegen alles, was die Schere im Kopf eigentlich verbietet, dass dem Zuschauer der Atem stockt. Wie radikal der Mut ist, wirklich ambivalente Charaktere zu zeichnen und wie menschlich die Botschaft in der Summe dieses Films. Das ist eine Freude für die Jury genauso wie für die Zuschauer im Kino. Meine Jungen singen auf internationalen Veranstaltungen. In ein paar Wochen sogar in Ungarn. Ungarn? Padar Goshko, das mim gereftin ketura bekasham. Ich will mitmachen. Hallo, ich bin Andrea Sawatzki und ich lese das Drehbuch von Zorros Solo von Martin Buska und Fabian Hebestreit. Altstadt, Handyladen, Tag. Plötzlich das laute Quietschen von Reifen. Zorro erstarrt vor Schreck, als ihn ein Auto fast anfährt und um Haaresbreite vor ihm zum Stehen gekommen ist. Frau Lehmann. Mach mal die Straße frei oder willst du hier ein Lager aufschlagen? Bist du irre, Bitch? Mein Name ist nicht Bitch. Du verwechselst mich mit deiner Mutter. Die Sprache ist wirklich sehr, sehr hart, teilweise recht prollig. Die Bitch von der Straße. Komisch. Genau das dachte ich auch gerade. Und diese Radikalität in der Sprache, die finde ich sehr wichtig, weil so vermieden wird, dass am Anfang so eine falsche Zuneigung für diesen armen Flüchtlingsjungen entsteht. Sie lassen ihn mitsingen. Wie bitte? Herrschaften, wir haben ein neues Mitglied. Vorläufig. Ihr braucht euch den Namen nicht zu merken, er wird nicht lange bleiben. Das finde ich spannend, dass der Film sich die Zeit nimmt, aus einer Antipathie gegenüber diesem Jungen irgendwann eine Sympathie zu machen und den Zuschauer an diesen wirklich sehr verletzten Jungen heranzuführen. Frau Lehmann dreht sich mit offenem Mund zu ihm um. Der Junge kann singen und erinnert sich zu ihrer Überraschung selbst an feine Details der Melodie. Julians Augen funkeln. Ihre Stimmen erklingen gemeinsam. Die Drehbuchautoren Martin Buska und Fabian Hebestreit. Und Martin Buska hat auch noch Regie geführt. Bleiben Sie im Moment sitzen, bitte. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, Ihren Helden in einen Knabenchor zu packen? Also wir haben zu Anfang einen Zeitungsartikel gelesen, wo tatsächlich mein Flüchtlingsjunge beim Wiener Sängerknaben gesungen hat. Uns fehlte nur noch die dramatische Geschichte dahinter, weil das ist total gut ausgegangen. Und dann fing unsere Fantasie an, mit uns zu spielen. Das ist sehr schön und wir haben jetzt eine kleine Überraschung für Sie. Um der großen Freude angemessen Ausdruck zu verleihen, kommt jetzt hier für Sie Ihr Original-Filmchor, die Stuttgarter Hymnus-Chorknaben.
Applaus, Chorknaben. Und jetzt darf ich Sie auf die Bühne bitten. Und den Preis übergibt einer, der sich hier in der Masse versteckt hat. Aber Sie haben ihn vielleicht schon erkannt. Ihr Hauptdarsteller, Mert Dinscher. Na, Martin? Fabian? Hat doch gut geklungen, oder? Okay, ich geb's zu. Ich habe nicht mitgesungen, sondern nur meine Lippen bewegt. Ich glaube, sonst wären sie auch alle gar nicht mehr da, sondern Richtung Notausgang gestimmt. Ja, den Singen konnte ich nicht mehr vorbereiten für die Rolle. Beziehungsweise ich konnte es einfach von Grund auf nicht. Es ist echt Wahnsinn, was ihr euch alles einfallen lassen habt für diese fantastische Rolle und diesen Film. Ich musste mich gegen 500 andere Jungs beweisen. Ich musste Dari lernen, ich wurde ins Box-Bootcamp geschickt, um mich abzuhärten und ihr habt mir die Haare teils abrasiert. Wächst ja Gott sei Dank nach. Aber ihr habt mir auch genauso die Chance gegeben, vielen Geflüchteten zu begegnen und dass sie mir über ihre Schicksalsschläge erzählen und über ihre Verluste. Und mit Verlusten meine ich jetzt nicht die materiellen Dinge, sondern Freunde und Familie. Sie vertrauten mir ihre Fluchtgeschichte an, was mich sehr berührte und prägte. Lieber Martin, lieber Fabian, liebe Katrin Tabler, unsere Produzentin, die auch heute hier ist, ich bin euch unfassbar dankbar, dass ich diese Rolle verkörpern durfte. Und für diesen wunderbaren Film, für den Mut, die Flüchtlingsgeschichte mal anders auf die Leinwand zu bringen. In der Perspektive der Flüchtlinge. Und Martin, vielen Dank. Du bist nicht nur ein Regisseur für mich, sondern viel mehr. Ein Freund, Wegweiser, und vor allem ein Teil der Familie. Und wie es Zorro jetzt sagen würde, voilà, meine Damen und Herren, der Preis geht an Martin Buska und Fabian Hebestreit. Ja, als ich mich an die erste Drehbuchfassung von Zorro Solo setzte, ist meine Hündin überraschend gestorben. Und einen Tag vor unserer Kinopremiere ist ein 4 cm langer Tumor in meinem rechten Hoden gefunden worden. Wenn man mich jetzt fragen würde, Fabian, wie waren deine letzten 2,5 Jahre so? Würde ich sagen, fantastisch. Weil ich an diesem Drehbuch mitarbeiten durfte, über einen afghanischen Flüchtlingsjungen, über eine Chorleiterin in der Midlife-Crisis, einen offen schwulen Teenager. Und das sind Figuren, die man nicht häufig im deutschen Kino sieht und wenn, dann nur in schweren Tragödien. Martin und ich wollten aber unterhaltsam sein und massentauglich. Und ich glaube, dass wir jetzt hier stehen, zeigt, man kann das in Deutschland. Wir können schwere Stoffe leicht erzählen, ohne das Publikum aus dem Auge zu verlieren. Und ich hoffe, dass wir beide und alle anderen Autoren da draußen auch noch viel mehr Gelegenheiten dafür bekommen. Vielen Dank und geht zur Krebsvorsorge und umarmt eure Haustiere. Ich bin unglaublich dankbar für die letzten Jahre. Nach meiner Filmhochschule habe ich lange gebraucht, bis ich wusste, was für einen Debütfilm ich machen möchte. Viele Jahre habe ich fürs Fernsehen gearbeitet, Serien gedreht. Aber irgendwann war das Thema da, die Flüchtlingskrise. Es hat mir unter den Nägeln gebrannt und ich wollte dazu was machen. Und die letzten Jahre, in denen wir an Zorro Solo gearbeitet haben, waren für mich die schönsten Jahre meines bisherigen kreativen Schaffens. Angefangen hat es mit der gemeinsamen Drehbucharbeit mit Fabian, die großartig war. Aber auch die gesamte Umsetzung war wirklich toll. Endete jetzt mit der Kinoauswertung letzten Herbst, wo wir durch die Lande gezogen sind und viele glückliche Gesichter gesehen haben. Da haben wir gespürt, unsere Rechnung ist aufgegangen und das macht mich wahnsinnig glücklich. Und jetzt das Sahnehäubchen hier, das Sie uns hier zuteil werden lassen. Liebe Jury, liebe Staatsregierung, aber auch jetzt einfach lieber bayerischer
Filmpreis. Also das ist wirklich das Krasseste, was ich je erlebt habe. Danke, dass Sie das möglich gemacht haben. Das ist wirklich wunderbar. Und natürlich haben wir den Film nicht alleine gemacht. Und schon beim Drehbuch hatten wir starke Partner an der Seite. Zwei möchte ich stellvertretend für das gesamte Team nennen, die auch heute Abend mit uns hier sind. Einerseits ist das die Produzentin Katrin Tabler von H&V Entertainment, die von Anfang an mit uns am Stoff gekämpft hat. Und die wunderbare Redakteurin Stefanie Groß vom SWR Debüt im Dritten, die auch in den holprigen Phasen der Produktion uns ihr Vertrauen nie entzogen hat. Danke euch, danke Mert. Das ist ein wunderbarer Abend. Vielen, vielen Dank.